Hallo, Sir. Schöner Teppich. Was halten Sie davon? Hallo, Sir. Schöner Teppich. Was halten Sie davon? Hallo, Sir. Schöner Teppich. Was halten Sie davon? Hallo, Sir. Schöner Teppich. Haben Sie sowas schon mal gesehen? Schöner Teppich? Ja, ja. Was halten Sie davon? Hallo, Sir. Schöner Teppich. Sagt Ihnen das hier etwas? Ja, ja. Teppich. Ja, ja. Masalama. Der Teppichhändler hat eine beeindruckende Kollektion anzubieten. Wenn ich die Zeit und das Geld hätte, könnte ich ihm gut ein paar Läufe abkaufen. Es hat wohl nicht viel Zweck, eine tiefgreifende Diskussion zu beginnen, wenn ich kein Arabisch und er überhaupt nicht sprechen konnte. Da bin ich wieder, Ulta. Preis sei Allah. Ich sei gesegnet mit eurer erhabenen Gegenwart erneut wieder. Könnten Sie mir übersetzen, was das Schild hier bedeutet? Stehen drauf, Türe bleiben zu, bis Bürste zurückkommen. Unterschrift Manager. Ah ja? Und was heißt das? Manager kaufen wunderschönen neuen Toilettenbürste. Lassen alleine bei Waschbecken nur 10 Minuten. Zurückkommen, Bürste gestehlt. Gestohlen. Nicht einmal ausgepackt von Plastik. Er ist sauer. Verschlossen Toilettentür sagen, niemand benutzen schöne funkelnde Toilette, bis Bürste wiederkommen. Wir sagen, was wir anfangen bis dann, eh? Er sagen, Beine kreuzen und überlegene Willenskraft anwenden. Und das macht ihr alle seither? Nein, Ultar benutzen Eimer. Wir sehen uns noch, Ulta. Möge gutes Glück Ihnen folgen, allüberhin, Mister. In der windstillen Luft hängt der Gestank so rum, wie es schlechte Gerüche so gerne tun. Plötzlich erkenne ich die schreckliche Wahrheit. Der Typ bestreicht die Kebabs mit der Klobürste. Ich möchte Ihre Meinung hierzu hören, Sir. Na, Sie kaufen Kebab? Na, arm? Was halten Sie davon, Sir? Sie kaufen Kebab. Sie kaufen Kebab? Hm, jam, ganz gut. Na dann, auf Wiedersehen. Einen schönen Tag noch. Ah, ganz gut. Hallo, Neo. Hallo, Sir. Wie kann ich Ihnen diesmal weiterhelfen? Schau, das klingt jetzt etwas merkwürdig, aber ich brauche Arthurs Bürste. Was? Die Bürste, mit der er die Kebabs einstreicht? Ja. Ich suche Ihnen stattdessen lieber ein paar schmutzige Postkarten heraus. Neo, das ist ernst gemeint. Arthur hat diese Bürste von einem Freund gestohlen und ich möchte sie wieder zurückbringen. Vielleicht kann ich Ihnen helfen, alter Junge. Unter Umständen, vielleicht. Unter Umständen? Vielleicht? Sie sollten nicht glauben, dass ich gewinnsüchtig bin, Sir. Aber ich bin ein Kaufmann und Kaufleute handeln. Kaufmann? Hier ist doch nicht die Börse. Nun, wenn Sie unhöflich werden. Nein, 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 du hast recht. Was willst du? Ich meine, mich erinnern zu können, dass Sie etwas haben, das meine Langeweile lindert. Eine Kugel der Freude.
Eine purpurne Himmelskugel himmlischen Vergnügens. Du meinst den Ball, oder nicht? Etwas Kleines, Kugelförmiges, das kaum meine Hand ausfüllt und doch Stunden der Unterhaltung verspricht. Wenn du den Ball meinst, warum sagst du es nicht? Kann ich den Ball zurückhaben, Sir? Also gut, hier ist er. Danke, Sir. Die Leute erzählen schlechte Dinge über Amerikaner, aber meiner Meinung nach sind sie okay. Welche Leute? Was für schlechte Dinge? Ist jetzt nicht so wichtig. Vergessen Sie die Bürste nicht. Genau, ja, die Bürste. Sie müssen zu Arthur nur höflich sein. Es erheitert seinen Tag. Es macht sein Leben lebenswerter. Wie kann ich zu dem Typ höflich sein, wenn ich kein Wort Syrisch kann? Arabisch. Ja, das meinte ich. Merken Sie sich einfach diesen Satz. Il-Agel-Kalb. Il-Agel-Kalb? Ganz gut so. Jetzt gehen Sie hinüber zu Arthur und sagen diese süßen Worte in sein zartes Ohr. Er wird sich überschlagen, alles für Sie zu tun. Wirklich? Wirklich. Bis dann, Neo. Und schaut sie, Sir. Nochmal hallo, Sir. Hallo? Kebab? Ja. Il Agel-Kalb? Oh, dreckig! Schlecht! Schlecht! Oh, ich töte dich! Oh, beruhige dich. Ich hab doch nur Füße. Los, an die Arbeit. Was zum Teufel hast du mir da gesagt, was ich ihm erzählen soll? Geduld, Sir. Geduld? Geduld? Ich wurde von einem wahnsinnigen Kebabverkäufer verfolgt und dann soll ich geduldig sein? Aber bedenken Sie, Sir, als Sie vor dem aufgebrachten Arthur wegliefen, konnte der aufgebrachte Arthur die Bürste nicht benutzen. Nun mal langsam. Willst du damit sagen, dass ich nur das Ablenkungsmanöver war? Ihre Bürste, Sir. Ich kann nicht glauben, dass du mich wegen einer Klobürste auf die Todesliste eines Kebabverkäufers hast setzen lassen. Der Zweck heiligt die Mittel, Sir. Ja, allerdings ging es nicht um deinen Arsch. Denn bedient wird auch, wer nur rumsteht und wartet, Sir. Oh, erspar mir das. Danke, dass du mir die Bürste besorgt und dafür mein Leben aufs Spiel gesetzt hast. Keine Ursache. War mir eine Ehre. Bis dann, Neo. Und schaut sie, Sir. Es hat wohl nicht viel Zweck, eine tiefgreifende Diskussion zu beginnen, wenn ich kein Arabisch und er überhaupt nicht sprechen konnte. Da bin ich wieder, Ulta. Preis sei Allah. Schauen Sie, ich habe die Toilettenbürste zurückgeholt. Sie, Mann der Tat, allerdings. Nicht Ulta zuwedeln, Manager geben. Was bedeutet Il-Agel-Kalb? Wer Sie das beibringen? Neo sagte mir, ich solle das zu Arthur sagen. Und Arthur dann rausholen, riesig Messer und nachlaufen. Genau, woher wissen Sie das? Ich kenne Arthur. Sie ihm sagen in mörderisch mies Arabisch, sein Kebab gemacht aus Hundefleisch. Ich habe ihm gesagt, er kocht mit Hundefutter? Kein Wunder, dass er ausgerastet ist. Nein, Ultar, nicht meinen Fleisch für Hund. Ultar meinen Fleisch von Hund. Oh. Wir sehen uns noch, Ultar. Möge gutes Glück Ihnen folgen, allüberhin, Mister. Hier ist Ihre Bürste, Sir. War nicht einfach, sie wiederzubekommen.
Der Manager nimmt die Bürste, gibt mir die Toilettenschlüssel als Belohnung und geht. Worum ging es denn? Manager sagen, bah. Anschauen Zustand hier. Brauchen viel Säuberung in Putzmittel, bevor mögen. Das hat er alles gesagt? Körpersprache sagen auch viel, Sie wissen. Oh ja, oh ja, oh ja. Ich weiß, dass die Tür verschlossen ist. Ich brauche den Schlüssel, um da reinzukommen. Ich habe seit heute Morgen noch nichts getrunken und ich muss nicht auf den Topf. Ups. Ich habe seit heute Morgen noch nichts getrunken und ich muss nicht auf den Topf. Ein Stück Kette, die ich in der Toilette vom Club Alamut abgestaubt habe. Ein Endlos-Handtuchspender. Der Spiegel ist so sauber wie alles andere hier drin. Und ich dachte schon, die Franzosen hätten komische Toiletten. Nochmal Hallo, Sir. Oh, dreckig. Schlecht. Okay, ich gehe. Hallo, Pearl. Hallo, George. Schön, Sie zu sehen. Wissen Sie, was Il Ackel Kalb heißt? Ach, klingt das romantisch. Ja, ich glaube aber nicht, dass es das ist. Haben Sie etwas vom Kebabstand gekauft? Um Gottes Willen, nein! Mit meiner Verdauung? Wie gefällt Ihnen die Kette für die Toilette? Sie sind ein ganz seltsamer George. Ich habe hier die Schlüssel für die Toilette. Bei meiner Verdauung halten Sie sie lieber griffbereit. Ich bin aber auch eine Schlimme. Ich muss jetzt gehen, Pearl. War mir ein Vergnügen, George. Lassen Sie uns in Verbindung bleiben, ja? Hallo, Duane. Hallo, George. Wie kann ich helfen, junger Mann? Haben Sie dem Kebabverkäufer etwas abgekauft? Überhaupt nicht. Pearl hatte schon einmal einen schweren Anfall von Montezumas Rache. Sagt Ihnen diese Kette aus der Toilette etwas? Es bedeutet, dass irgendwo jemand nicht die Toilettenspülung betätigen kann. Ich habe hier die Schlüssel zu einer Toilette. Eigene Toilette der Geschäftsführung? Nicht direkt. Okay, bis bald, Wayne. Worauf Sie sich verlassen können, George. Thank you.
Die Statuette sieht nach diesem Sturz ziemlich lädiert aus. Überall Macken und beide Arme sind abgebrochen. Hallo, Neo. Hallo, Sir. Wie kann ich Ihnen diesmal weiterhelfen? Was hältst du von der Spülkette für die Toilette? Bauen Sie eine Toilette in kleinen Raten zusammen? Erkennst du die Schlüssel? Nein. Bis dann, Neo. Und schaut sie, Sir. Hallo, Pearl. Hallo, George. Schön, Sie zu sehen. Interessieren Sie sich für Antiquitäten? Und wie? Haben Sie etwas, George? Wie wär's mit dieser feinen Statue? Oh, George, das wäre ideal. Außer, ich weiß nicht, sieht neu aus, George. Sie würden doch nicht versuchen, mich hinters Licht zu führen, oder? George? Großer Gott, nein, Pearl, nichts liegt mir ferner. Ich muss jetzt gehen, Pearl. War mir ein Vergnügen, George. Lassen Sie uns in Verbindung bleiben, ja? Hallo, Pearl. Hallo, George. Schön, Sie zu sehen. Ich muss jetzt gehen, Pearl. War mir ein Vergnügen, George. Der Stand bietet ab. Darum. Hallo, Duane. Hallo, George. Wie kann ich helfen, junger Mann? Was halten Sie davon? Sieht aus wie etwas, das Pearl interessieren könnte. Allerdings nicht alt genug. Okay, bis bald, Duane. Worauf Sie sich verlassen können, George. Ich war. Die Statuette sieht nach diesem Sturz ziemlich lädiert aus. Überall Macken und beide Arme sind abgebrochen. Vielleicht doch nicht. Vielleicht. Die Theaterschminke hat Wunder gewirkt. Jetzt sieht das Ganze wie alter Marmor statt wie billiger Gips aus. Hallo, Pearl. Hallo, George. Schön, Sie zu sehen. Wie gefällt Ihnen dieses hübsche Stück einer antiken Statue? Ach, wie schön. Das ist genau das, wonach ich gesucht habe. Aber da ist eine Sache. Oh. Es sieht dieser modernen Statue, die Sie mir gezeigt haben, verdammt ähnlich. Das ist, weil die erste, die ich Ihnen zeigte, eine moderne Kopie von der hier ist. Und ich habe den Künstler aufgesucht, der die Kopie angefertigt hat, und habe das Original gekauft. Ja, das erklärt alles, ja. Oh, George, können Sie mir noch einmal verzeihen? Es gibt keinen Grund, glauben Sie mir. Hätten Sie es gerne? Sehnlichst gern. Aber ich habe nicht genügend Geld bei mir. Wenn Sie losgehen und Duane suchen, dann bezahlt er dafür. Wenn er Schwierigkeiten macht, sagen Sie ihm, ich möchte sie. Ich muss jetzt gehen, Pearl.
War mir ein Vergnügen, George. Lassen Sie uns in Verbindung bleiben, ja? Hallo, Duane. Hallo, George. Wie kann ich helfen, junger Mann? Was halten Sie davon? Oh Gott, sieht alt aus. Ja, ich musste die halbe Stadt dafür auf den Kopf stellen. Junge, Sie haben mehr Glück als wir. Sieht wie aus der Römerzeit aus. Davon verstehe ich nichts. Was die zu Hause sagen werden. Was wollen Sie dafür, George? Oh, ich kann nicht. Es ist der Fund des Lebens. Ich meine... 50 Mäuse. Nehmen Sie es oder lassen Sie es sein. Das Geschäft geht. Hier, nehmen Sie. Und das ist für Sie. Danke für das Geld, Twain. Das kann ich wirklich gut gebrauchen. Ich sollte Ihnen dafür danken, dass Sie die römische Statue gefunden haben. Okay, bis bald, Twain. Worauf Sie sich verlassen können, George. Da bin ich wieder, Ulta. Preis sei Allah. Nochmal zum Thema Bull's Head Hill. Sie haben Verlangen, diese wunderbare Naturschauspiel zu besuchen. Sehen, ja? Tja, vielleicht. Unglaublicher Glücksfall. Bull's Head Sonderangebot, nur 50 Yankee-Dollar. 50, wie? Okay, abgemacht. Hier ist die Knete. Ah, höchst ideal. Wie Amerikaner sagen, bare Knete zahlt die Miete. Miete. Mister, wir müssen uns in Eile üben. Wo genau steht Ihr Taxi denn? Das einzige Fahrzeug, das ich sehen kann, ist ein alter, ausgemusterter Armeelaster. Ja, und? Oh, okay. Ich bin in einer Minute da. Es scheint mir unfair, mit den Kloschlüsseln zu verduften, also lasse ich sie lieber auf der Theke. Hallo, Ulta. Ah, sein großartiger und kühner Kunde. Ist das Ihr Taxi? Oh ja, sicher. Das großartigste Taxi in Marib. Sieht wie ein alter Armeelastwagen aus. Bah, ihr Amerikaner mit Luxuslimousinen. Ihr haben vergessen, was Taxis sein sollen. Ungefähr 4 Tonnen auf den ersten Blick geschätzt. Da haben Sie Nagel durchs Nadelöhr getroffen. Schön, dann los. Leider nein, sehr höchst verehrter Fahrgast. Es gibt ein klitzekleines Problem von unbedeutender Natur. Keilriemen haben Beschluss machen, jetzt zu reißen. Was werden Sie tun? Was können ich tun? Warten auf Fahrt in Werkstatt zum Ersatz machen. Wie lange wird das dauern? Einen Tag. Höchstens 6. So lange kann ich nicht warten. Wir müssen weiter. Aber wie, mein Freund? Ich lasse mir was einfallen. Was sagt Ihnen diese Spülkastenkette? Sie bringen Bürste wieder, damit so können stehlen Kette... Sie ganz krümelig im Keks, was? Tschüss, Ulta. Möge gutes Glück Ihnen folgen, allüberhin, Mister. Hallo, Neo. Hallo, Sir. Wie kann ich Ihnen diesmal weiterhelfen? Bis dann, Neo. Und schaut sie, Sir. Vielleicht doch nicht. Vielleicht doch nicht.
Hallo, Ulta. Ah, sein großartiger und kühner Kunde. Auf gar keinen Fall. Tschüss, Ulta. Möge gutes Glück Ihnen folgen, allüberhin, Mister. Hallo, Pearl. Hallo, George. Schön, Sie zu sehen. Ich muss jetzt gehen, Pearl. War mir ein Vergnügen, George. Lassen Sie uns in Verbindung bleiben, ja? Hallo, Duane. Hallo, George. Wie kann ich helfen, junger Mann? Okay, bis bald, Duane. Worauf Sie sich verlassen können, George. Nochmal hallo, Sir. Oh, dreckig. Schlecht. Okay, ich gehe. Aus der Nähe kann ich sehen, dass Fliegen Kebab lieben. In der windstillen Luft hängt der Gestank so rum, wie es schlechte Gerüche so gerne tun. Und ich dachte schon, die Franzosen hätten komische Toiletten. Die Außenseite des verzierten Spucknapfes ist wunderschön, im Gegensatz zur Innenseite. Der Spucknapf ist fast voll. Was verkaufen die hier eigentlich? Getränke oder Saft zum Abhusten? Es scheint mir unfair, mit den Kloschlüsseln zu verduften, also lasse ich sie lieber auf der Theke. Hallo, Sir. Schöne Teppich. Il Ackel Kalb. Du sprichst Neo, ja. Haben Sie sowas schon mal gesehen? Schöne Teppich, ja. Ma Salama. Er muss den ganzen Morgen gebraucht haben, nur um seinen Stand aufzubauen. Hallo, Ulta. Ah, sein großartiger und kühner Kunde. Tschüss, Ulta. Möge gutes Glück Ihnen folgen, allüberhin, Mister. Der Händler verkauft Obst. Ich beschließe vielleicht später etwas zu kaufen.
Hallo, Neo. Hallo, Sir. Wie kann ich Ihnen diesmal weiterhelfen? Bis dann, Neo. Und schaut sie, Sir. Ein Stück Kette, die ich in der Toilette vom Club Alamut abgestaubt habe. Vielleicht doch nicht. Vielleicht doch nicht. Vielleicht doch nicht.